Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Christoph spielt. Mein Name ist Christoph Hofmann, a.k.a. Sigarius. Und in der heutigen Ausgabe wird es mal so richtig oldschool wieder. Und zwar geht es um Might & Magic X Legacy. Das am 23. Januar 2014 in Deutschland erschienen, ist derzeit nur für PC verfügbar und bei uns ab 12 Jahren freigegeben. Es handelt sich dabei, der Name sagt es vielleicht schon, um den lang erwarteten 10. Teil der erfolgreichen Rollenspielserie Might und Magic. Gut, die Jüngeren unter uns werden mit Might und Magic nicht mehr viel anfangen können. Der bislang letzte Teil, Teil 9, ist bereits 2002 erschienen. Also seit 12 Jahren hat sich da nichts mehr getan. Und ihre Hochzeit hatte die Serie tatsächlich in den 90ern mit den Teilen 6, 7, 8 im Prinzip. Und Might & Magic 9 war auch kein wirklich gutes Spiel. Aber dazu und zur Entwicklungsgeschichte von Teil 9 im Speziellen erfahrt ihr mehr auf meiner Homepage. Den Link dazu findet ihr unten. So, wie gesagt, Teil 9 hat nicht so viel Spaß gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit Teil 10? Hat jetzt Ubisoft sind die hergegangen und haben alles über den Haufen geworfen? Tatsächlich nein. Es handelt sich hier wieder um ein klassisches Rollenspiel. Das heißt, ihr seid unterwegs mit einer Vierergruppe, die bewegt euch in der Ego-Perspektive durch die Spielwelt und es ist komplett rundenbasiert. Jetzt wird der eine oder andere sicherlich an Legend of Grimrock denken und da liegt er auch erstmal nicht falsch. Das heißt, die Welt ist auch hier in Kacheln aufgebaut. Jeder Schritt ist quasi eine Runde und so weiter. Der Unterschied zu Legend of Grimrock ist allerdings, dass Legend of Grimrock noch eine Echtzeit, außerhalb der Kämpfe noch ein Echtzeitelement hatte. Might & Magic X Legacy spielt tatsächlich komplett rundenbasiert. Das heißt auch, außerhalb der Kämpfe macht ihr Schritt für Schritt euch auf den Weg. Und ihr seid auch nicht nur in einem Dungeon unterwegs, sondern es gibt in diesem Spiel mehr als 20 Dungeons angeblich und auch eine riesig große Außenwelt. Also, wie damals, sehr viel Inhalt. Und eure Gruppe aus, wie gesagt, bis zu 4 Charakteren könnt ihr euch wahlweise entweder aus vordefinierten Charakteren zusammenstellen, zufallsgenerierten oder komplett selbstgemachten Charakteren. Dazu habt ihr zur Auswahl 4 verschiedene Rassen, die Orks, Menschen, Elfen und Zwerge. Und je nach Rasse bis zu 12 oder je nach Rasse stehen euch dann aus den 12 verschiedenen Klassen jeweils welche zur Verfügung. Ja. Anders als Might & Magic 9, das in der alten Welt von Exthios spielte, findet Might & Magic X Legacy jetzt in der Welt von Ashan statt. Das ist Ubisofts quasi Might & Magic Welt, die wir damals beim Kauf der Rechte kreiert haben und schon in Dark Messiah of Might & Magic oder Heroes of Might & Magic 5 und Might & Magic Heroes 6 zum Einsatz kam. Und tatsächlich ist auch Might & Magic X Legacy eine direkte Fortsetzung der, oder beziehungsweise es baut auf den Ereignissen in Might & Magic Heroes 6 auf. Also wenn ihr das gespielt habt, dieses unbasierte Strategiespiel, dann werdet ihr quasi erleben, wie es weitergeht. Was ich immer ganz nett finde und ich finde auch grundsätzlich, dass Ubisoft das sehr gut macht, eben, dass jedes Spiel auf dieser Welt aufbaut und auch die Bezüge da sind. Also das beste Beispiel war damals tatsächlich bei Dark Messiah of Might & Magic und Heroes 5. Heroes 5 spielte vor Dark Messiah of Might & Magic und ihr musstet quasi in Heroes 5 die Geburt eures Hauptcharakters in Dark Messiah verhindern. Natürlich sei der gescheitert, das war vordefiniert, aber es war trotzdem ein cooles Element. Ja. Die Hauptschauplätze im Spiel ist die Argin-Halbinsel und die Stadt Kartal in diesem Sinne. Entwickelt wurde das Spiel vom deutschen Studio Limbic Entertainment. Die haben schon bei Might & Magic Heroes 6
mitgeholfen, also den Husten, auf was sie sich einlassen. Und angekündigt wurde das Spiel relativ spät, also jetzt in reiner Entwicklungszeit gemessen, weil wir es seit März 2013 wissen, dass es existiert. Und damals sah der Trailer komischerweise auch aus wie ein Sammelkartenspiel. Also der hat mich überhaupt nicht motiviert, dem Spiel zu folgen. Also wenn das Spiel jetzt so geworden wäre, wie es damals angekündigt wurde, würde ich, glaube ich, jetzt nicht hier so sitzen. Aber glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass es dann doch ein normales Rollenspiel werden würde. Die Entwicklung wurde offen gestaltet. Das heißt, es gab sehr viel Transparenz von Seiten der Entwickler. Es gab sehr viele Entwicklertagebücher, wo wir die Hintergründe von der Programmierung, dem Design und so weiter referiert wurde. Auch zahlreiche Videos wurden veröffentlicht. Und ganz wichtig, es gab eine starke Community-Einbindung. Also viele Umfragen und auch auf Feedback im Forum wurde sehr stark reagiert. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass es dann gegen Ende letzten Jahres in Valve's Early Access Programm aufgenommen wurde. Außerdem, wie viele Spiele, setzt es auf die Unity Engine, was überhaupt eigentlich erst diese Flexibilität und vor allem die relativ kurze Entwicklungszeit erlaubt. Aber jetzt haben wir schon so viel vorab über das Spiel erzählt, jetzt reden wir doch erst mal drüber, was ich hier eigentlich in der Hand halte. Im stationären Handel gibt es nur diese Version. Die hat auch offiziell keinen Untertitel, also ihr seht hier nichts in die Collector's Edition oder so. Sie wird aber von den Händlern als Deluxe Edition bezeichnet. Diese Version kostet 29 Euro. Online bezahlt ihr für die normale Version 25 Euro und für die Digital Deluxe Edition 30 Euro. Ja, und was kriegt er für diese 29 Euro? Zum einen kriegt er eine schicke Box. Sie ist nicht so groß wie die alten Euro-Boxen, aber sie ist doch sehr gut gemacht. Den ganzen Papierkram könnt ihr abmachen tatsächlich. Das ist auch sehr schön immer. Und dann schauen wir doch mal, was da drin ist. So. Als erstes springt einem die DVD-Hülle ins Gesicht, aber die schauen wir uns dann später an. Gucken wir erstmal, was sich hinten dran versteckt. Da wäre zum einen der Soundtrack des Spiels. Ja, auf Audio-CD. Der Soundtrack stammt von Rock Chen in Zusammenarbeit mit Jason Graves. Jason Graves ist im Prinzip der Hauskomponist von Ubisoft. Also der macht in sehr vielen Ubisoft-Titeln die Musik dazu. Und es ist, ja, es sind 30 Minuten lang Ambient-Fantasy-Musik. Also es ist Gedudel, das im Hintergrund einfach läuft. Und ja, mir fehlen wirklich die Höhepunkte auch. Also es ist jetzt nichts, was ich außerhalb des Spiels wirklich hören möchte, weil es nicht, es ist einfach Gedudel, das mitklingt. Es ist nichts Großartiges, Spannendes. Das ist ein bisschen schade, aber gut, fürs Spiel an sich reicht's. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir hier eine Verpackung mit 4 Lithografien drin. Diese 4 Lithografien zeigen Story-Szenen aus der Welt von Ashan. Ist ganz nett, sind Postkarten groß, sind allerdings keine Postkarten. Schaut man sich mal an, aber ansonsten sind solche Sachen, ja, ich weiß nie so wirklich, was ich damit anfangen soll. Entsprechend ist schon interessanter das nächste physikalische Extra, die Stoffkarte. Das ist eine Stoffkarte der Spielwelt, bringt euch jetzt im ersten Moment auch nicht viel weiter, weil es nur die, ja, die grobe Übersicht über die Oberwelt ist. Die ist auch so im Spiel drin. Aber sie ist gut gemacht, sieht nett aus und stinkt auch ganz schön, muss ich sagen, wenn ich es jetzt wieder in der Hand halte. Ja. Das wären also die physikalischen Extras. Jetzt schauen wir mal, was so in der Packung drin ist. Da fällt zum einen die Schachtel an sich auf. Also mir gefällt das Kaffeemotiv sehr gut. Das erinnert auch an die alten Might & Magic Teile. Und auch die Rückseite ist sehr gut gemacht. Und erfreulicherweise gibt es keine weiteren Informationen. Also da oben ist wirklich nur der Titel
kein USK-Logo, kein Hersteller-Logo. Das ist richtig gut gemacht, hat jemand mitgedacht. Ja. Innen drin einmal die Spiel-DVD und dann, muss ich jetzt mal zuhalten, ein Handbuch. Wir wissen ja, Ubisoft mögen es nicht so mit Handbüchern. Die argumentieren immer, sie wollen über die Umwelt schützen. Aber in diesem Fall, es ist tatsächlich ein ziemlich dickes Handbuch. Also wir haben hier 39 Seiten. Die sind auch bunt, alle, erfreulicherweise. Und es steht einiges drin, was ihr wissen müsst oder solltet. Also es sind die Klassen sind beschrieben, die Rassen, es sind alle Spielelemente, also das Interface und so weiter drin beschrieben. Das ist richtig gut gemacht und ist mal seit langem mal wieder ein schönes Handbuch. Ja. Was haben wir da noch? Dann haben wir noch einen Code für 5 Euro. Kriegt ihr wahrscheinlich ein Booster-Pack oder so für das Online-Sammelkartenspiel Might and Magic Duel of Champions. Wer das Spiel spielt, freut sich wahrscheinlich drüber. Ich kann damit nichts anfangen. Jetzt ist mir das gerade runtergefallen. Das letzte Extra, wo in der Packung drin liegt, ist ein Download-Code zu Might and Magic 6. Ich weiß nicht, warum sie jetzt Teil 6 gewählt haben. Ja, es war der beste und erfolgreichste, je nachdem, wen man fragt. Und es ist entsprechend ganz nett. Aber im Zusammenhang jetzt zum 10. Teil sehe ich an dieser Stelle nicht. Ja, soviel also zu den physikalischen Extras. Wir sind aber noch nicht fertig. Für die 29 Euro kriegt ihr nämlich auch noch den ersten DLC kostenlos dazu. Der nennt sich Der Falke und das Einhorn. Der ist noch nicht veröffentlicht, aber den kriegt er dann automatisch, wenn er soweit ist. Was ihr jetzt schon bekommt, ist ein Zugriff auf einen exklusiven Dungeon. Der nennt sich Traumscherbe. Und ja, das sind halt nochmal, was weiß ich, eine halbe Stunde bis Stunde, die ihr da drin verbringen könnt. Unterm Strich kann ich also ganz klar sagen, für 29 Euro kriegt er hier einen sehr guten Wert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es online momentan 25 Euro kostet, also für 4 Euro mehr, eine Stoffkarte, eine schöne Box, richtig coole DVD-Hülle, ein Soundtrack und dergleichen. Das ist richtig ein guter Preis. Von daher, wenn euch das Spiel interessiert, dann würde ich tatsächlich sagen, greift dieses Mal zur Boxed-Version. Ja. Und damit kommen wir jetzt zu meiner ersten Stunde mit der englischsprachigen PC-Version. Jetzt werdet ihr euch fragen, wieso englischsprachig ist es doch ein Spiel vom deutschen Studio? Nun, ganz einfach, es gibt keine deutsche Sprache bis jetzt. Es gibt also auch keine deutschen Texte und so weiter, sondern das komplette Spiel ist auf Englisch. Nur die Verpackung und das Handbuch habt ihr jetzt auf Deutsch erhalten. Die Version, die ich jetzt spiele, ist außerdem mit dem Release-Tag-Patch. Also am ersten Tag musstet ihr schon einige Gigabyte runterladen. Und was auch gleich wichtig ist zu sagen, das Spiel nutzt Uplay. Ubisoft Uplay ist klar. Allerdings auch die Steam-Fassung. Also wenn ihr es über Steam kauft, müsst ihr auch dort dann über Uplay das Spiel erst starten. Ich fand damals, was heißt damals, so lange ist ja noch nicht her, kam ja 2011 raus, Legend of Grimrock, nee, 2012, Legend of Grimrock richtig gut. Und auch generell hat mir damals diese Art von Rollenspiel sehr gut gemacht. Also wir reden jetzt von Eye of the Beholder oder Lands of Lore, Throne of Chaos. Das ist eins, das ist nicht nur eins, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Von daher bin ich wirklich gespannt, ob den Entwicklern eine gelungene Wiedergeburt der Serie gelungen ist. Von daher, viel Spaß beim Zuschauen. Hier sind wir also im Hauptmenü von Might and Magic X Legacy. Ein Mehrspielermodus hat dieses Spiel nicht, entsprechend gibt es zum Hauptmenü nicht viel zu sagen. Nur der Punkt Extras ist interessant, denn dahinter verstecken sich die Mods. Klar, ich habe jetzt momentan keinen installiert, aber es zeigt, das Spiel ist modfähig und auf Steam zumindest stehen auch schon einige interessante bereit.
Aber gut, das interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen direkt ins Spiel einsteigen. Es gibt die Auswahl zwischen zwei Schwierigkeitsgraden. Einmal hier links der Adventure und rechts der Warrior. Warrior ist der höhere Schwierigkeitsgrad. Und ich bin einfach mal wieder ein Langweiler und gehe auf Adventure. Und dann, wie im Unboxing erwähnt, habt ihr jetzt die Möglichkeit zu sagen, hier, ich mache mir selbst eine Party zusammen. Ich nehme die Standardparty oder ich lasse mir die zufällig generieren. Da die Charaktergeneration hier nicht so umfangreich ist, gehen wir auf die manuelle Kreation. Ihr habt die Auswahl zwischen vier Rassen, also Menschen, Elfen, Zwerge und Orks, und alle haben jeweils zwei exklusive Rassenfähigkeiten. Den ersten Charakter würde ich sagen, machen wir einen Elf. Elfen-Druiden, also Elfen können diese drei Klassen sein. Dann haben wir die auswählen, was halt das Bildchen quasi auswählen, plus zwei verschiedene Versionen von Stimmen. Choose me! We're here to help. Not choosing me would be a big mistake. Dann nehmen wir mal die. Und hier könnt ihr dann die ersten zwei Skillpunkte vergeben oder, was richtig nett ist, einfach sage hier für diese Klasse die standardmäßigen Skillpunkte. Das ist gar nicht so schlecht. Das gilt auch für die Attribute. Hier könnt ihr wie gewohnt die entweder vergeben oder ihr drückt Standard und schon passt es für den für diese Klasse. So, jetzt haben wir quasi so eine Art Magier. Dann hauen wir jetzt noch einen Kämpfer dazu. Also, beziehungsweise jemanden, der viel aushält. Nehmen wir einen Zwergen-Defender. Not choosing. Choose me! Sieht ein bisschen aus wie der Mandarin in Iron Man 3. So, kann nicht lang rauf oder abhalten hier. Dann nehmen wir noch einen Menschen mit. Ja, einen Nahkämpfer. Orks zu bieten. Nee, wir nehmen noch einen Elfen-Rogue mit quasi. So, das ist unsere Vierergruppe, mit der wir jetzt das Spiel bestreiten werden. What is the meaning of a dream? Only Asha knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away. Demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the Children of the Light against the Children of Darkness. Uriel, the great Archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the Master of Assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the Children of Darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw.
He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes, but there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Agin Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and imperial garrisons, brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called raiders, but would soon be known as legends. Jetzt wisst ihr also Bescheid. Die gesamte Geschichte von Ashan in 2 Minuten. Na gut, nicht die gesamte, aber schon ein Großteil von dem, was ihr eben in beispielsweise Maiden Magic Hero 6 erfahrt. Do not let the name Raiders fool you. They were not mere brigands or adventurers, only interested in glory and gold. They believed in a higher calling, an ideal of honor and courage. These values were the legacy of their mentor, Owen, a raider himself, and a veteran of the Battle of Hammer Fall. In a way, it was also their mentor who had led them to the Agin Peninsula. He had been a son of Carthal, and before his tragic death, he had asked his students to bring back his ashes to the city of his birth, to be buried next to his ancestors. To honor their master's wish, they boarded the first ship willing to take them to the west. As they disembarked in the small, peaceful harbor of Sorpical by the sea, they could not suspect how far this journey was going to take them. Ja, und damit sind wir im Spiel. Ihr könnt euch komplett frei umschauen, aber wie gesagt, Bewegung nur Karl für Karl. Ja. Im ersten Moment erinnert es ein wenig an den Anfang von Morrowind, wobei Morrowind grafisch schon noch etwas schlechter war. Ah, new faces. Very good. I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Welcome to Sorpegel by the Sea. You're raiders, are you not? Adventurers? Oh, I guess the news of the current situation hasn't reached the rest of the world yet. No, but... I'm sure someone in this town has need of raiders. I hope your services will be worth the price you're asking. So, also, eure Hauptgruppe besteht aus 4 Leuten, ihr könnt aber bis zu 2 Personen mit euch rumtragen, quasi. 2 Personen heißt, eine kann auch ein Packesel sein. Ja, und wie gesagt, das erste, was auffällt, ist die Grafik, die nicht unbedingt auf dem aktuellsten Stand ist.
Aber schauen wir uns trotzdem mal um. Wie ihr sehen könnt, es gibt eine Minimap, auch aufgeteilt in Kacheln, und die wird enthüllt, wenn ihr halt entlang geht. Ihr müsst jetzt keine Karten mehr zeichnen, und es gibt auch eine große Fassung. Außerdem, die kam im Release-Patch, da wurde die Community quasi wieder gefragt, was möchtet ihr im Release-Patch drin haben an neuen Features, und es gewonnen hat die Möglichkeit, eine Notiz auf der Karte zu hinterlassen, was ja gar nicht schlecht ist, weil er sagt mir jetzt zwar hier, dass das zum Beispiel die Schmied ist und so weiter, aber hier auf der Karte, gut, in dem Fall kann ich es erkennen, wird es die Goblin-Ding, sehe ich nicht so richtig. Also auf jeden Fall, was ich damit sagen will, es bringt vor allem in den Dungeons, wenn man jetzt irgendwo Schatzkisten oder so hat, die man halt öffnen kann und so weiter, ist es ganz nützlich, diese Notizen machen zu können. Aber ihr müsst nicht die ganze Karte selbst zeichnen. Ist auch wieder ganz nett. Ihr könnt quasi Bücher und so weiter finden, den die Welt noch ein bisschen weiter ausbauen. Wie sie's gehört quasi. We're here to help. Jetzt wird ein oder andere wahrscheinlich bemängeln, dass nicht komplette Texte vertont sind. Aber ganz ehrlich, ich bin schneller beim Lesen. Es ist zwar ganz nett am Anfang, oder zumindest die Hauptquesten, die ist ja auch vertont, dass da gesprochen wird, aber später, dann klicke ich mich auch nur noch durch, lese ganz fix das Wichtigste. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Inventar habe ich noch nicht viel. Ein paar Heiltränke und ein paar Mana-Tränke. Und die Grundausstattung meiner Gruppe. Dann gehen wir doch mal den ersten Quest nach. At least we got paid. Oh well, fewer companions, bigger shares. Welcome aboard! Don't we have better things to do? Der Ork glaubt uns jetzt nicht so wirklich, dass wir fähig sind, was zu leisten. Deswegen schickt er uns jetzt auf die Reise hier unten im Brunnen ein paar Spinnen auszutreiben. Aber bevor wir da runtergehen, will ich mal schauen, ob ich nicht noch ein bisschen was sammeln kann. Weiße Flüssigkeit. Na ja, riskieren wir es mal. Sehr schön. Da oben seht ihr das Kampflok quasi, nennt sich das. Alles protokolliert wird, aber es verschwindet nach einer kurzen Zeit automatisch wieder.
kommt dann erst wieder, wenn was Neues drinsteht. Dieses ganze Zeug hier könnt ihr auch tatsächlich komplett ein- und ausschalten. Und das kann auch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das dauerhaft anzeigen lassen. Das ist ganz praktisch. Und jetzt haben wir den ersten Kampf. Wie gesagt, alles läuft rundenbasiert ab. Von daher kann ich jetzt so lange überlegen, was ich mache, wie ich will. Wer gerade dran ist, das seht ihr an dieser Flamme hier. Das heißt, mein Druide ist dran, der kann zaubern. Dann machen wir das nochmal und schießen ein bisschen Eis auf die Spinne. So, Zwerg, was kann der? Der greift ganz normal an. Was es nicht gibt, was ihr jetzt sicherlich schon festgestellt habt, es ist zweite Reihe. Das ist vor allem so in Eye of the Beholder oder so, war das hier früher ganz wichtig. Oder auch in Legend of Grimrock. Hier steht ihr vier direkt nebeneinander und könnt entsprechend jederzeit angreifen. Da müsst ihr Rücksicht nehmen, ob er jetzt einer hinten steht oder vorne. So, nochmal Eiszauber drauf. Und das war's. Dann haben wir eine Spinne getötet. Hier ist keiner drin. Gut, dann gehen wir mal in den ersten Dungeon. Würde ich sagen. Beziehungsweise erst rasten wir nochmal, um alles wieder aufzufüllen. Ihr seht, gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus. Die Shops sind natürlich sind trotzdem offen, aber nachts sind tatsächlich andere Monster unterwegs als tagsüber. Ja, ich möchte da runter. Mal schauen, ob es in den Dungeon auch ein bisschen besser aussieht. Also die Außenwelt ist schon etwas, könnte schon etwas besser sein. Vor allem in Betracht dessen, dass Legend of Grimrock richtig, richtig gut aussieht. Also da ist jetzt Might and Magic X Legacy kein Vergleich dazu. Was auch ganz nett ist, was heutzutage nicht mehr so oft gibt in Rollenspielen, ist, dass ihr das quasi Ressourcenmanagement betreiben müsst, sprich eure Gruppe kann verhungern, wenn ihr nicht genug dabei habt. Beziehungsweise verhungern ist das falsche Wort, sondern ihr habt dann Probleme, euch zu heilen, glaube ich. Beziehungsweise könnt nicht mehr rasten, um euch zu heilen. So. Will ja nichts Falsches erzählen. Now is not a good time. Ja. Dann nehmen wir mal einen Trank.
Giladan ist vergiftet. Dann müssen wir mal hier einen Trank benutzen. Das Inventar, habe ich eben nicht erwähnt, ist für alle gleich. Also ihr müsst jetzt nicht schauen, ob ihr zu viel drin habt und dann einer nicht mehr laufen kann oder so, sondern das ist ein Inventar für alle. Und wenn es voll ist, ist es halt voll. So. Looks like they smelled us. Who forgot to take a bath? Oh. I don't feel so good. Ich hätte mich wohl vorher heilen sollen. Das ist jetzt schlecht. Oder zumindest abspeichern. Haben wir die erste Dame schon verloren. Also ich habe noch keine Heilzauber, das heißt, ich kann sie nicht so heilen. Wenn ich raste, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Das ist natürlich doof. Es hätte besser laufen können. Oh oh. Ich glaube, bevor ich hier weitermache,
Geh jetzt noch raus und versuch, meine Gruppe wiederherzustellen. Things are quiet. Where's the action? Ach, lassen wir sie mal so. Aber eigentlich will ich ja. So. Das ist doch schon wieder besser. Frage, bei wem kann ich dieses Amulett identifizieren? Ah, der ist sogar besser als den, den ich bis jetzt habe. Dann zieh mir doch den erstmal an. Und das können wir auch verkaufen, weil das hat ja keinen Wert. Also keinen kämpferischen Wert. Vielleicht die Dame hier oben, dass sie das identifizieren kann. Die kann das. Sehr schön. €150 will sie dafür. Na ja, gut. Schauen wir mal. Jo, nee, einkaufen wollen wir gerade nichts.
Genau, mal die Attributspunkte, die wir fürs Leveln bekommen haben. Ja, ich würde sagen, dann können wir wieder runter in den Dungeon. Beziehungsweise erstmal schauen wir beim Ork wieder vorbei. Der müsste dann für uns einen neuen Job haben gleichzeitig. Kirche soll ich gehen, dann machen wir das doch. Also bis jetzt wirklich absolut klassisches Rollenspiel. Nix, was jetzt irgendwie großartig neu wäre, inklusive der Grafik. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Hm, ja doch. Das ist vielleicht eine andere Kapelle, in die ich rein soll. Oh, eine Droge. Interessiert ja zum Glück keinen, wenn ich mich bediene. Jo, da kann ich aber noch nichts machen. Hier. Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Und passen dieses Mal ein bisschen besser auf. Jetzt mal stark davon aus, dass alle Gegner tot sind, die ich vorhin getötet habe. Genau, das ist nicht so ein Spiel wie Diablo beispielsweise, wo gleich wieder Leute da sind. In jedem Spiel hasse ich Viecher, die einen vergiften können. I'm no expert, but this looks valuable. Okay. Vergiftungen gehen quasi nicht von alleine weg.
need to hit something? Yay! They're attacking from the side! Oh, jetzt wird's wieder lustig. Now is not a good time! Fliegen geht momentan nicht. Aber zum Glück habe ich so einige Tränke. Sehr schön, ein Fisserer. Darf es auch anziehen. I'm no expert, but this looks valuable. Yippie, damit ist der erste Dungeon fertig. Gut, es war ja auch der quasi Tutorial-Dungeon. Aber ihr habt jetzt schon gesehen, es ist... Wer die Rollenspiele von damals kennt oder eben Legend of Grimrock, für den ist das jetzt nichts wirklich Neues. Aber ich finde es auch richtig gut. Also, weil so diese Art von Spiele gibt es einfach heutzutage nicht mehr. Wirklich. Und man kann da jetzt nicht irgendwie argumentieren, meiner Meinung nach, dass sich das Genre in der Hinsicht weiterentwickelt hat oder so. Also ich finde jetzt rundenbasierte Kämpfe oder eben rundenbasiertes Spielsystem an sich jetzt nicht als veraltet. Ich denke, sowohl Echtzeit als auch eben rundenbasiert haben ihre Berechtigung. Rundenbasiert hat halt den Vorteil, dass ich länger drüber nachdenken kann, was ich jetzt eigentlich mache. Und Echtzeit ist halt eben actionorientierter. Great! I needed to hit something! Schon wieder vergiftet. Mensch! Müssen mal deine Resistenzen hochbringen, Dame. Kann's ja wohl nicht sein. To help. Jo, der Typ möchte, dass ich Blumen auf das Grab, glaube ich, seines Bruders lege. Dann machen wir doch das. Wir sind doch nett. Thank you.
Was ich hier jetzt ein bisschen doof finde, ist, dass ich nicht... doch, ich kann ja hier rüber ins Inventar. Ja, okay, gut. Dann ist meine Beschwerde hinfällig. Ich hatte gedacht, ich kann hier die Items nicht gleich anlegen. Und hätte erst rausgemusst. Das wäre nämlich doof gewesen. Nachdem wir jetzt einen Dungeon gesehen haben, dann schauen wir doch mal, wie die Außenwelt so aussieht und was uns da erwartet. Aber erst fülle ich noch meine Ration wieder auf. Sicherheitshalber. Was kostet schlafen? 20 Gold. Kann ich ja draußen schlafen. Und abspeichern wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Bis jetzt habe ich noch kein Autosave hier Neues gesehen. Jetzt muss er aber ganz schön lang laden. Also schau mal, kann man sich umfangreich bewegen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Weil Ladebildschirme gehören ja eigentlich der Vergangenheit an. Schon damals Gothic kam ja auch fast komplett ohne aus. Da wurden auch nur ein paar Dungeons geladen. Their first heroic deed behind them, the raiders left the safety of Sorpegol and started their journey through the savage Agin Peninsula, their hearts filled with promises of riches and adventure. Fantastic adventures awaited them, as their path was to be filled with challenging quests. We are all aware that these parts are full of brigands, right? Wir werden auch Spinnen. Die Spinnen, die Spinnen. Great. I needed to hit something. And stay down. Es ist lustig, dass die Spinnen gleich das Gegengift mit dabei haben. Ouch! And stay down! Könnte ich gegen die Spinnenwasserresistenz gebrauchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch eine ist, dass die nicht alleine ist.
down! There are enemies ahead. Es ist schon mal gut, dass man die Gegner tatsächlich auch sieht in der Welt und nicht einfach nur plötzlich in einem Counter drin ist. Da gibt es ja auch leider ein paar Spielchen, die das so machen. Final Fantasy, ich schau dich an. Zwischen den Gegnern wechsle ich quasi durch Mausklick, beziehungsweise mit Tab geht es auch. Was allerdings doof ist, dass die Gegner halt einfach nur stehen bleiben, statt dass sie sich auch durch die Gegend bewegen. It's the perfect day to begin a journey. Gehen wir mal, ob er aufwacht. Wahrscheinlich nicht. Doch. Ah, okay. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal zum Leuchtturm. Beziehungsweise erst sind mal wieder ein paar Spinnchen dran. Aber ich sehe da einen Schrein. Der sieht so aus, als könnte der Resistenz gegen Gift bringen. Danke für das. Nee. Erdmagie. Naja. Great. I needed to hit something.
geht natürlich gemächlicher zu als in einem Mass Effect oder Dragon Age. Aber dafür ist halt auch eben ein Oldschool-Rollenspiel. Of treasures and untouched for great. I needed to hit something. My radar sense is tingling. Eine Zauberdame, schlecht. Resistent gegen mich, das ist ja schlecht. Ja, so langsam wird es anspruchsvoller. Ich muss ein bisschen Rücksicht auf meine Aktionen nehmen. Also ich kann nicht einfach jedes Mal mich gleich hinlegen und schlafen. Zwei Stück gleich. Yeah!
skill is improving. Yay! Der Drecksack blockt alles. Ja, zwei von diesen Viechern sind schon ein bisschen schwieriger. Ich würde mal sagen, zwischendrin mal wieder speichern. Das Item ist jetzt auch von mir schon angeschlagen. Ist auch nicht gut. There are enemies ahead. Ich krieg Legaiger natürlich wieder keine Erfahrungspunkte. Die müssen doch so langsam mal aufsteigen, die Arme. Better things to do. Oh oh. Da will ich nicht hin. Hab halt leider immer noch keinen Zauber mit dem ich die wieder herholen könnte. Müssen wir mal rasten. Great! I needed to hit something. Also wie sie blöd ist, ich kann jetzt. Also ich weiß, dass ich hier einen von beiden auswähle zum Angreifen. Aber ich sehe leider nicht welchen. Also ich kann mir jetzt nicht sicher sein, dass wenn ich jetzt hier klicke, dass tatsächlich der fokussiert ist. Ich hoffe es natürlich, aber wissen tue ich es nicht.
Jetzt, ich würde gerne diese Dame angreifen, damit ich die ruhig stellen kann. Aber er hat ihn markiert. Komisch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Stunde angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns gleich beim Fazit wieder. Bis dann. Das war also meine erste Stunde mit Might and Magic X Legacy. Rollenspieltypisch gab es jetzt noch nicht allzu viel zu sehen. Also wir sind in der Stadt ein bisschen rumgelaufen, natürlich die Charaktergenerierung und den ersten Dungeon, aber jetzt vergleichsweise zu einem Tomb Raider oder so, war das jetzt nicht viel. Aber darum geht es ja hier nicht, es geht ja eher darum, um die Frage, hat es mir gefallen? Und die Antwort ist ganz klar, ja, es hat mir sehr gut gefallen. Gut, zugeben, technisch könnte es wesentlich besser sein. Legend of Grimrock hat ja, wie gesagt, 2012 gezeigt, wie so ein Spiel aussehen kann. Aber am Ende des Tages geht es ja vor allem darum, was unter der Haube steckt. Und da ist wirklich jetzt vom ersten Moment an viel Gutes sichtbar. Also es ist wirklich ein richtig klassisches Rollenspiel, wie man es Ende der 80er, Anfang der 90er sehr viel hatte. Und ich bin definitiv Fan dieser Art von Spielen. Entsprechend hat mir das jetzt auch gefallen, was ich bislang gesehen habe. Stellt sich natürlich die Frage, wem kann man dieses Spiel empfehlen? Es ist halt schon jetzt sowohl, wie gesagt, einmal technisch als auch mechanisch nicht unbedingt das Modernste, aber ich habe ja ein Video auch erwähnt. Ich finde, dass diese rundenbasierten Rollenspiele, die können auch in der heutigen Zeit problemlos existieren. Es ist wirklich eine andere Art von Spiel. Also Echtzeit zu rundenbasiert. Rundenbasiert sind eben von sich aus ein bisschen taktischer, während Echtzeit halt mehr die Haut drauf sind. Von daher, die können mal noch problemlos nebeneinander existieren. Deswegen würde ich sagen, Rollenspielfans sollten auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr jetzt diese Art von Spiel möchte, könnt ihr ja vielleicht erst einmal zu Legend of Grimrock greifen, aber mit Might and Magic X Legacy macht ihr, denke ich, auch nichts verkehrt. Vor allem glaube ich, dass das hier doch wesentlich mehr Content bietet als Legend of Grimrock, wo ihr nur in einem ziemlich linearen Dungeon unterwegs seid. Und hier scheint es dann doch ein paar Möglichkeiten zu geben, was natürlich sehr cool ist und mir auch sehr viel Spaß macht, wie erwähnt. Also von daher, wenn ihr Rollenspiele mögt, klare Empfehlung. Might and Magic Fans auf jeden Fall zugreifen. Also vor allem nicht nur jetzt von damals, sondern auch jeder, der grundsätzlich Interesse hat an Ubisofts Arcane-Welt, der soll hier reinschauen, weil, wie gesagt, ich finde es richtig gut, dass Ubisoft hier diese ganze Verknüpfung macht. Also dass wirklich jedes Spiel irgendwie miteinander zusammenhängt. Also ihr müsst natürlich nicht unbedingt die anderen Spiele gespielt haben, aber es vertieft natürlich die Welt noch weiter, wenn ihr eben wisst, was da so im Intro erzählt wird, wenn ihr es miterlebt habt oder sogar selbst dafür verantwortlich seid. Von daher, Limbic Entertainment hat, denke ich, einen guten Job gemacht und ich freue mich drauf, weiterzuspielen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und bis dahin viel Spaß beim Spielen.